Ihr wisst ja, oder viele von euch wissen, dass ich sonntags immer live bin und ich mache sonntags immer ein Live-Quiz. Und es macht echt total Spaß mit euch. Und vorgestern, also letzten Sonntag im Live-Quiz, dieser Live-Quiz, der hat besonders viel Spaß gemacht. Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily-Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Na ihr, wird langsam warm, wa? Heute ist der 2. Juni 2020 und so langsam bin ich wieder froh, in einer Erdgeschosswohnung zu wohnen. Hier ist echt schön angenehm kühl. Ja, es gibt so die Vor- und Nachteile einer Erdgeschosswohnung. Der Vorteil ist, dass man es im Sommer wirklich aushalten kann. Ja, und genießt die Zeit. Ihr wisst, 21. Juni, Sommersonnenwende, da werden die Tage wieder kürzer. Also so lange Zeit habt ihr nicht mehr. Ihr wisst ja, oder viele von euch wissen, dass ich sonntags immer live bin und ich mache sonntags immer ein Live-Quiz. Und es macht echt total Spaß mit euch. Und vorgestern, also letzten Sonntag im Live-Quiz, dieser Live-Quiz, der hat besonders viel Spaß gemacht, weil da habe ich nicht nur euch Fragen gestellt, sondern, und das war etwas neu, ihr habt sogar auch mir Fragen gestellt. Und ich habe gemerkt, das hat euch extrem viel Spaß gemacht und mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Deswegen ist das hier jetzt ein kleiner Aufruf für nächsten Sonntag. Seid dabei in meinem nächsten Livestream und bombardiert mich mit Fragen. Sucht euch tolle Fragen, die ihr mir stellen könnt. Ich werde sie beantworten wie ein offenes Buch. Naja, fast. Es gibt so ein paar Sachen, über die ich nicht reden will, über die wahrscheinlich niemand gerne redet und auch über diese Sachen werde ich wahrscheinlich dann nicht reden. Ich weiß ja nicht, was ihr mich fragen werdet, aber ich werde zum Beispiel keine Fragen zu meiner Arbeit beantworten. Ich habe Arbeit, aber mehr will ich da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja, wie habe ich mir das überlegt oder gedacht? Ihr stellt mir die Fragen, ich werde sie nach bestem Gewissen und Wissen beantworten. Ich werde versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein. Und wenn mir eine Frage zu weit geht oder zu persönlich, dann werde ich mir das Recht nehmen zu sagen, dass diese Frage mir zu persönlich ist oder dass ich diese Frage nicht beantworten werde. Ich habe mir gedacht, dass ihr auch echt was zu tun habt, habe ich mir gedacht, dass die besten drei Fragen bekommen eine kleine Überraschung. Und zwar die besten drei Fragensteller bekommen eine kleine Überraschung von unserer Spreadshirt-Seite. Und die besten drei Fragen werde nicht nur ich entscheiden, welches die besten drei Fragen sind, sondern wir alle werden gemeinsam im Livestream entscheiden, welches die besten drei Fragen waren. Ja, ich hoffe, ihr macht euch schon Gedanken, was ihr mich so alles fragen könnt. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, wo ich fast so offen wie ein Buch sein werde. Bis dahin, denkt dran, putzt euch die Nase, putzt euch die Zähne, wascht euch die Hände, bleibt gesund. Und was ist noch zu sagen? Genau, liked mal dieses Video, lasst einen Kommentar da. Ihr dürft das Video auch disliken, aber ich würde mir dann wünschen, dass ihr mir schreibt, warum ihr es disliked habt, warum ihr das Video nicht mochtet. Klickt auf den Abo-Button, das kostet euch nichts. Und am Schluss bleibt zu sagen, wie in jedem Video, denkt dran, es kommt anders, wenn man denkt. Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen 2. Juni. Ich bin raus. Tschüss. Ich finde es ein bisschen feige, wenn man einfach nur disliked und nicht kommentiert, warum es einem nicht gefällt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Ich finde es ein bisschen feige, wenn man einfach nur disliked und nicht kommentiert, warum es einem nicht gefällt.